Ja, das ist ja schön, dass das so spontan geklappt hat mit dem Treffen. Hast du gut hergefunden? Ja, ich glaube, ich bin sogar schon mal hier gewesen. Wenn ich mich jetzt hier so umgucke vor ein paar Jahren, ich glaube, ich war schon mal hier. Hallo, ihr Lieben, was darf es denn sein für euch? Ich hätte gerne Cola. Ja, ich hätte gerne Wasser. Okay, Cola, Wasser, bis gleich. Ja, du wunderst dich sicher, warum ein Mann wie ich noch Single ist, oder? Das sehe ich dir doch an. Ja, weißt du, in meinem Freundeskreis wundern sich auch alle, dass ich noch Single bin bei meinem Aussehen. Aber weißt du, mein Problem ist, wenn ich eine neue Frau kennenlerne, ja, dann scanne ich die einmal von oben bis unten ab. Und dann sehe ich sofort jeden Makel, den diese Frau hat. Und dann weiß ich schon, wenn die nicht makellos ist, dann kann ich mich in die nicht verlieben. Leider mein Riesenproblem. Entschuldigung, könnte ich noch umbestellen oder ist zu spät? Ja, bitte? Nee, ist noch nicht so spät. Ja, statt der Cola hätte ich jetzt lieber einen Pilz und einen Schnaps. Können wir machen, okay, keine Cola, stattdessen ein Gedeck. Einen Pilz und ein Korn. Oh, du trinkst? Ja, eigentlich nicht, aber ich glaube, heute geht's nicht ohne. So, dann haben wir hier einen Pilz. Und ein Korn für die Dame und ein Wasser für den Herrn. Ja, aber jetzt noch mal zu dem, was du gerade gesagt hast. Das ist aber ganz schön oberflächlich, oder? Ich meine, man verliebt sich doch manchmal auch erst auf den zweiten oder dritten Blick. Und wenn du dann die Frauen schon alle vorher aussortiert hast, dann gibst du denen ja gar keine Chance. Ja, das mag für andere stimmen, aber bei mir passiert das nicht. Ich verliebe mich nicht auf den zweiten Blick. Entweder es schnackelt sofort oder das war's. Ja, dann mal Prost. Ja, dann zum Wohl. Bedienung, bitte noch einmal so ein Gedeck. Ja, gerne. Du hast noch? Alles klar. Also im Klartext, du hast mich jetzt auch hier abgescannt und ist schon klar, das wird hier nichts mit uns, weil du meine Makel jetzt entdeckt hast und können eigentlich jetzt wieder nach Hause gehen oder was? Ja, was soll ich jetzt sagen, ne? Ich meine, jetzt sitzen wir ja nun mal hier. So, dann haben wir hier nochmal einen Pilz und ein Korn. Ja, und mit was für Frauen warst du dann immer so zusammen und wie lang ist deine längste Beziehung gegangen? Ja, ich war eigentlich immer mit Frauen zusammen, die wie Models aussahen. Ja, meine längste Beziehung, die ging ein Jahr. Und die scheiterte woran? Ja, weißt du, mein Problem ist, ich sehe halt nicht nur gut aus, sondern ich bin jetzt auch nicht der Dümmste. Ja, ich habe leider Gottes vom lieben Gott auch noch Intelligenz mitbekommen. Und die meisten schönen Frauen sind, wenn wir jetzt ehrlich sind, nun mal schrecklich dumm. Ja. Das heißt, ich brauche eigentlich eine Frau, die wunderschön ist, aber auch wirklich was im Kopf hat. Ja, und die, die schön und schlau sind, die wollen natürlich nichts von so einem oberflächlichen Fatzke wie dir wissen. Das ist auch klar, ne? Ja, sag mal, du bist ja schon betrunken. Also, weißt du, wenn du mir am Telefon schon gesagt hättest, dass du ein Alkoholproblem hast, dann hätten wir uns das hier auch direkt sparen können. Wieso? Du hast ja auch nicht am Telefon gesagt, dass du ein oberflächlicher, arroganter Blödmann bist. Und ich habe mitnichten ein Alkoholproblem. Ja, ich habe nur jetzt versucht, mir dich schön zu saufen. Das solltest du vielleicht auch mal ausprobieren bei einem Date. Mich? Schön saufen? Das ist ja wohl bei meinem Aussehen überhaupt nicht nötig. Was denn für ein Aussehen? Diese Frisur einfach schrecklich. Und die dicken Backen, weißt du, wie du aussiehst? Du siehst aus wie ein Mundschischi, der einen Stromschlag gekriegt hat. Weißt du, wie du für mich aussiehst? Nee, erzähl. Wie eine erbärmliche, einsame Jungfer, die ihre Minderwertigkeitskomplexe in Alkohol betäubt. Na komm, vielleicht sollten wir das jetzt hier auch einfach beenden, bevor wir uns noch weiter sinnlos beleidigen. Das hat doch hier jetzt alles überhaupt keinen Sinn, oder? Nee, das hat es echt nicht. Was für Zeit- und Geldverschwendung.
Schulz. Nummer eins noch. Willst du dir was ausmachen, mich nach Hause zu bringen? Ich glaube, ich kann nicht mehr so richtig laufen.